Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Leichter Leben, Zeit für mich mit einem sehr, sehr sportlichen Programm heute. Vielleicht haben Sie es im Vorfeld der Sendung schon gesehen auf unseren Social-Media-Kanälen. Ich habe schon Liegestütz gemacht ohne Ende oder wie es neudeutsch heißt, Push-Ups. Und der Mann, der mich in die Bewegung gebracht hat, sitzt neben mir, Malte Schmidt. Und du hast schon sehr viel mehr als die paar gemacht, die wir gerade zusammen vor der Sendung gemacht haben. Wir werden auch noch hier während der Sendung Push-Ups machen, also Liegestütz. Und warum? Das wirst du uns im Laufe der Sendung erklären. Es gibt natürlich einen Grund dafür, nicht nur sportliche Gründe, da steckt noch viel, viel mehr dahinter. Richtig. Werden wir mit dir gleich klären. Und Sabine Sahlmann ist zu uns ins Studio gekommen und eigentlich wissen wir, sie steht immer schön am Kochblock und dann gibt es lecker veganes Essen. Heute allerdings nicht. Wir werden nicht kochen, es gibt spirituelle Kost. Wir werden mit dir über die spirituelle Entwicklung, Reinigung und Schutz sprechen und wie man Spiritualität überhaupt entwickelt. Und so weiter und so weiter. Es ist ein sehr, sehr weites Feld, das wir mit Sabine aufmachen. Ich hoffe, dass wir es auch irgendwann nicht schließen, aber zumindest im Laufe der Sendung auch an einen Punkt kommen, an dem wir sagen können, ja, damit dürfen wir Sie in den Tag entlassen. Und wir werden mit Prinz Mario Max heute auch noch per Webcam verbunden sein. Astro Royal, Sie wissen es, warum der Adel polarisiert. Fragt sich Prinz Mario Max oder vielleicht fragt es auch die Öffentlichkeit und Mario Max wird uns erklären, warum der Adel polarisiert und er wird uns über das Millionengeschäft zu Lasten der Krone berichten. Ich dachte immer, die verdienen Millionen, wusste nicht, dass zu deren Lasten Millionengeschäfte gemacht werden. Wir werden es erfahren. Und mit Petra Six sprechen wir über ihre Charity-Aktion. Am 11.11. will sie für die, ich glaube, Berliner Suppenküche etwas tun. Bin ich sehr gespannt. Sie wird uns darüber berichten, werden wir mit ihr nachher auch verbunden sein. Charity, genau das richtige Stichwort, denn dafür machst du die Liegestütze. Richtig. Dein Projekt Push-Ups for Charity, 1 Million Reasons, hast du ins Leben gerufen. Wann war das? Also offizieller Start war am 1.6. diesen Jahres. Geboren in der Geburtsstunde 4 Jahre ungefähr her. Damals habe ich angefangen mit Liegestütze machen. Mhm. Die Geschichte dazu vielleicht nachher. Und so diese konkrete Projektidee dazu ist entstanden circa vor einem Dreivierteljahr, also so Beginn des Jahres ungefähr. Ja. Also sieht man, es braucht dann natürlich auch immer eine Umsetzung, denn das ist nicht einfach so, ja, ich fange da mal an und mache Liegestütze, sondern es ist wirklich ein Projekt, bei dem du dir einiges überlegt hast, was du damit eben auch bewirken willst und das braucht natürlich eine entsprechende Vorbereitung, denn das heißt ja Push-Ups for Charity, also für einen guten Zweck Liegestütze zu machen. Welcher gute Zweck soll das denn sein? Im Idealvergleich mehrere, weil das Ziel ist, in einem Jahr 1 Million Menschen zu erreichen, begeistern, motivieren und im Idealfall zu inspirieren, 1 Euro mindestens zu spenden, um damit dann am Ende des Jahres 10 soziale Projekte zu pushen. Und jedes soziale Projekt soll den gleichen Anteil bekommen. Das heißt, die Vision ist 100.000 Euro für jedes soziale Projekt. Mhm. 2 von den 10 gebe ich vor, dass quasi so ein Rahmen gesetzt ist. Und die anderen 8 dürfen die Leute, die mitmachen, sowohl Projekte vorschlagen, als auch dafür abstimmen. Das heißt, es ist ein sehr selbstbestimmtes Projekt. Und deshalb werden am Ende des Jahres 10 Projekte auf jeden Fall 1/10 aller Spenden bekommen. Wie viel das dann sein wird, sehen wir am 31.05. nächsten Jahres, aber ich bin ganz zuversichtlich, dass wir das schaffen. Und 1 Million hast du dir ausgesucht, also 1 Million Gründe, 1 Million Menschen, die du erreichen möchtest, aber du machst auch 1 Million Liegestütz. Ja. Wie viel, du hast es dann auch umgerechnet, in 365 Tagen, wie viele Liegestütze musst du dann am Tag machen? Ja, wenn ich das linear runterrechne, sind es 2740 jeden Tag. Ja, aber du machst dann nicht 2749, sondern es variiert von Tag zu Tag. Du hast gesagt, linear das Leben, wir haben vor der Sendung uns kurz unterhalten, das Leben ist nicht linear, hast du mir gesagt. Also manchmal sind es weniger und manchmal sind es mehr. Genau, also ich habe mir das natürlich erstmal runtergerechnet, um zu gucken, so was muss ich theoretisch pro Tag machen, pro Stunde pro Minute, so dieses normale Rechenspiel. Mhm. Das hat dann relativ schnell sich gezeigt. Also schon an Tag 2. Tag 1 war ich hochmotiviert und da war ein sehr, sehr guter Tag. Tag 2 war ich immer noch hochmotiviert, meine Muskeln nicht mehr. Die haben mir deutlich signalisiert, dass 2300, die ich am ersten Tag geschafft habe, zu viel ist. Und dann habe ich so ganz peu à peu sukzessive aufgebaut. Und das ist so ein bisschen, also ich hänge immer noch hinterm Plan. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir aufgrund der Menge der Tage das Ganze noch
noch gerupft kriegen. Also ich meine, wir haben ja, ich habe ja gestern im Vorfeld schon mal ein paar Liegestütz gemacht, als Hinweis auf die Sendung heute. Dann haben wir vor der Sendung, und da habe ich ein bisschen reduziertes Programm gemacht, ein paar Liegestütz gemacht. Jetzt ist das für mich natürlich keine tägliche Geschichte, die ich mir als Aufgabe gesetzt habe, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie Liegestütz mache. Du hast schon vor diesem Projekt mit Liegestütz angefangen, weil ich meine, wie schafft man das, sonst irgendwie so, sagen wir mal, so knapp 3000 Liegestütze am Tag zu machen? Also für mich wären ja schon 50 eine ordentliche Herausforderung. Wie kriegt man das hin? Das hängt tatsächlich damit zusammen, mit dem Beginn des Projektes, also vor 4 Jahren, ich habe es angeschnitten, hatte ich mit meinem Bruder damals eine Challenge. Wir haben in einem Podcast gehört, dass wir unsere Willensstärke stärken können. Ja. Und das wollten wir ausprobieren. Und das Tool oder das Instrument dazu war zu dem Zeitpunkt die Empfehlung aus dem Podcast, 10.000 Liegestütze in einem Monat zu machen. Ich war komplett untrainiert, also ich bin jetzt nicht unsportlich, aber überhaupt nicht drauf getrimmt, 330 Liegestütze pro Tag zu machen ungefähr. Und wir fanden es spannend, mein Bruder ist Soldat damals schon gewesen, er ist jünger als ich. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Challenge draus, unter Brüdern. Und ja, haben damals dann angefangen, das ganze Ding durchzuziehen. Und das Spannende ist, also alleine schon bei dieser überschaubare Menge von 330 pro Tag passiert, wenn man aus einem untrainierten Zustand raus anfängt, erstmal ganz, ganz viel körperlich, aber auch psychisch. Es ist super spannend zu sehen, was man sich selbst, also was der Kopf einem selber für Geschichten erzählt, warum man am nächsten Tag zum Beispiel, wenn man Muskelkater hat, das jetzt nicht macht. Ja. Ne? Und dann aber gleichzeitig die Stimme kommt, 330, wenn ich jetzt heute nicht mache, muss ich die 330 auf die anderen Tage verteilen. Und das sind so Dialoge und Muster, die da abfahren, die sich da plötzlich auftun, die ganz spannend zu beobachten sind. Und das war für mich auch der Grund, das Ding weiterzumachen. Jetzt sind 330, hören sich dann über einen Tag verteilt vielleicht nicht ganz so viel an, aber man hat ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun. Und wie gesagt, aus einem untrainierten Zustand ist ja nochmal wieder was anderes. Mhm. Aber jetzt sind es viel mehr als diese 330, jetzt ungefähr die zehnfache Menge. Wie gesagt, wenn du die auf den Tag verteilst, ja, wir haben vor der Sendung gesehen, das geht, so 50 Dinger gehen bei dir auch super schnell. Mhm. Aber dennoch, man muss ja diese knapp 3000, muss man ja auch in irgendeiner Form schaffen. Mhm. Was machst du denn sonst? Du musst ja auch Geld verdienen. Was machst du sonst? Also ich habe ursprünglich mal irgendwann Restaurantfachmann gelernt und habe dann BWL draufgesattelt und war dann zuletzt in einer Unternehmensberatung. Und den Beginn des Projektes habe ich tatsächlich mit Ersparten gestemmt und finanziert. Ich bin jetzt aktuell auf einer Suche nach einer Tätigkeit, die ich kombinieren kann, weil ich habe für mich gesagt, ich möchte dieses Projekt ich habe es auf ein Jahr ausgelegt und habe das für mich einfach entschieden, dass das jetzt die erste Priorität ist. Wow. Und alles andere kommt dann auch priorisiert, aber eben nachgeordnet. Und der erste Schritt, diese Priorisierung jetzt auch oben zu halten, das ist natürlich wirtschaftlich anstrengend und herausfordernd, dadurch, dass ich mich nicht durch die Spenden finanziere. Also ich habe gesagt, 100% aller Spenden gehen tatsächlich auch an die Projekte weiter. Ist jetzt halt der erste Schritt, die Kosten zu senken. Das ist so Schritt Nummer eins. Und dafür ziehe ich jetzt dann auch in eine kleine Wohnung, beziehungsweise in eine WG. Ich habe eine kleine Wohnung und ziehe jetzt halt einfach in eine WG. Und dann werden die Kosten einfach minimiert. Und ich bin super, bis jetzt funktioniert's. Ich trust the process und gehe da einfach mit dem Flow. Du hast ja erwähnt, dass das auch mental eine ziemliche Herausforderung ist, was dann der Körper dir an Rückmeldung gibt. Darüber wollen wir uns gleich noch etwas weiter unterhalten. Wir haben jetzt erst einmal etwas in der Verlosung, und zwar Yoga-Bücher. Also auch da geht es in die Bewegung. Ist ein bisschen etwas andere Bewegung als bei den Liegestütz. Aber natürlich sehr, sehr wertvoll, wenn Sie dieses wunderbare Buchpaket von Inge Schöps gewinnen möchten. Yoga for Everybody, einmal 44 Übungen für Anfänger. Und das zweite, das grüne Buch, sehen Sie, da gibt es Übungen für einen gesunden Rücken. Für dieses Buchpaket müssten Sie uns eine Frage beantworten. Und ich denke, Sie werden das schaffen. Wie viele Liegestütze möchte Malte Schmidt in einem Jahr schaffen? A, 1 Million oder B, 500? Ich glaube, die 500, die hast du heute schon lange weg, ne? Die 500 sind heute schon überschritten, ja. So, also kann man sich ungefähr ausrechnen. Ein Jahr, in einem Jahr, meine Güte, das sollten Sie
Da sollten Sie die Antwort doch kennen. Rufen Sie an unter 01379881404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 09010501 90. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi toi toi, und jetzt haben wir für Sie Astro Royal. Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe ist uns zugeschaltet und natürlich, wow, in was für einem Palast der Mann sich schon wieder aufhält, das ist unfassbar. Und du bist so groß oder ist der Palast so klein? Also die Decke ist ziemlich tief, aber ich meine, es ist natürlich, du wächst mit deinen Aufgaben, lieber Prinz. Und heute geht es ja um Millionengeschäfte. Und ich war ein bisschen überrascht, als ich gelesen habe, das Millionengeschäft zu Lasten der Krone. Ich habe immer gedacht, die Krone verdient Millionen. Und jetzt werden aber Geschäfte zu ihren Lasten gemacht? Ja, ganz genau. Ich möchte heute mal ein bisschen betrachten, wie auf den Kosten der Royals Geschäfte gemacht werden. Und ganz interessant, man sieht ja jetzt hauptsächlich Schlagzeilen dieser Tage von Prince Harry und seiner Herzogin Meghan. Und da denkt man sich dann schon, ja, wie kommt es denn dazu, dass da jetzt jeden Tag darüber geschrieben wird und mokiert wird und kritisiert wird, auf und ab im Boulevard. Und im Endeffekt, wenn man dann genau guckt, auf deren Instagram zum Beispiel, Sussex Royal, sieht man, die machen eigentlich nichts anderes als nur gute Dinge. Die fahren durch Afrika, helfen, dass hier die Landminen abgetragen werden von den ehemaligen Krisenregionen. Dann schauen sie, dass Wasseranlagen gebaut werden. Dann setzen sie sich ein für Menschen mit geistiger Behinderung, setzen sich auch ein für eine Veränderung im Klimabewusstsein, dass man vielleicht ein bisschen grüner und ja auch nachhaltiger agiert. Und also eigentlich lauter gute Themen, gell? Und wenn man jetzt zurückdenkt an Prinzessin Diana, die ist für alles gelobt worden, was sie gemacht hat, gute. Und bei Harry und Meghan, da gibt es immer jetzt eine überm Deckel, muss man schon sagen. Die werden jetzt dauernd kritisiert und dann auch wieder ja, auf und ab beschrieben, was sie nicht alles machen. Und denen hat es jetzt gereicht, das hat sie begonnen, mal auszuholen gegen die Tabloids, gegen die Glanzpresse. Und jetzt ist natürlich der Wirbel perfekt, besonders das Wagen, sich zu wehren. Und jetzt habe ich mir mal angeschaut, ja, warum ist denn das alles so aufregend? Ja, die Zweite sind halt wirklich so die Nummer 1 Leute momentan, die das Geschäft ankurbeln, die Auflagen ankurbeln, weil jeder möchte wissen, was sie machen. Lieber Prinz, der Ton ist leider ganz schlecht. Du bist sehr abgehackt. Jetzt besser? Jetzt geht's ein kleines bisschen besser, glaube ich. Probier's nochmal. Jetzt könnte es vielleicht besser sein. Ja, jetzt hört sich sehr gut an. Prima. Okay, sehr gut. Naja, und die zwei haben halt momentan sehr viel mit der Klatschpresse zu tun. Und im Endeffekt geht es nur auf eins, die machen Auflage mit den beiden. Also der Boulevard, der rührt kräftig um auf Kosten der zwei, die das wirklich schon so sehr aufregt, dass sie massiv agieren müssen. Der macht natürlich auf deren Rücken ganz, ganz viel Geschäft. Und deswegen auch das Thema heute, wo man sagt, das Millionengeschäft mit den Royals, wo ja die nicht unbedingt was davon haben, außer sich ärgern, weil einfach viel erfunden wird und viel Gemeinheit auch abgedruckt wird. Ja, so muss es ja laufen. Jeder will ein Geschäft machen und mit den Royals, das wissen wir ja, da gibt es die entsprechende Aufmerksamkeit, da lässt sich ein gutes Geschäft machen. Und natürlich vor allem, wenn man, und das war eine deiner Headlines, wenn man polarisiert, also immer nur gute Miene zu machen und gute Laune zu verbreiten, das scheint heutzutage nicht mehr zu reichen, um die Aufmerksamkeit der Zuschauerschaft zu holen, wie damals vielleicht noch zu Dianas Zeiten. Also heute muss schon auch immer ein bisschen Kritik dabei sein, so wie es aussieht. Ja,
Ja, es ist natürlich viel Fantasie auch dabei, muss man sagen. Das ist so ein bisschen um die Welt geschwappt. Das heißt, die berühmtesten Menschen der Welt, die erzeugen nicht nur Headlines, sondern es wird dann auch viel dazu gedichtet. Das kenne ich auch selbst und das kennt natürlich die Königin Silvia von Schweden besonders, ja. Das schwedische Königshaus, aber auch das monegassische. Das heißt, je mehr Fantasie, je mehr Geschichten gedruckt werden, das ist ja auch so ein schönes Doppelwort, Geschichten drucken, je mehr Geschichten gedruckt werden, desto mehr Auflage wird verkauft. Und es ist momentan, glaube ich, in England gerade mal wieder so ein Höhepunkt, wo man ihnen nur wünschen kann, den englischen Royals, dass es sich wieder ein bisschen einpendelt, dass sie auch sagen, mal ein bisschen ruhiger leben können, weil sie sich teilweise darüber aufbringen, gemeint geschrieben wird, was das richtig ist, dass das aufhört. Ja, das ist, man möchte natürlich eigentlich gerne selbst bestimmen, was über einen geschrieben wird, aber wie es immer so ist, wenn man in der Öffentlichkeit steht, kann man das gar nicht mehr vermeiden. Also da schreibt halt jeder, was er gerne will. Das ist ja in allen Bereichen so. Da freuen wir uns ja auch immer beim Fußball, wenn es um Vereinswechsel oder Ablösesummen geht. Da wird auch immer alles Mögliche geschrieben. Also sobald du dich in der Öffentlichkeit bewegst, geht es dann auch rund. Lieber Prinz, ganz, ganz herzlichen Dank bis hierhin. Und wir wissen ja von dir, du bist auch Questico-Berater. Bist du denn heute für Anrufer noch zur Verfügung? Ja, ich hoffe. Ich werde gleich dann mal mit unserem Berater-Management schreiben, auf jeden Fall. Und das Zweite ist, ich habe auch ein wunderbares Video vorbereitet, und zwar für Astro Royal Hollywood. Das gibt es exklusiv auf unserer schönen Leiterleben Facebook-Seite zu sehen, wo auch immer von dir schöne Geschichten sind. Ja, wunderbar. Ja, ganz lieben Dank. Da schauen wir auf jeden Fall rein. Von mir gibt es ja dann eher immer die Meditationen. Die sind dann etwas länger und etwas ruhiger. Bei dir geht es ja immer richtig zur Sache, wenn du dann aus Hollywood berichtest. Ganz, ganz lieben Dank für die Videos. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute Zeit für uns hattest. Und wir sehen dich nächste Woche wieder. Ich freue mich schon und liebe Grüße an alle vom tollen Team in Berlin. Danke dir. Alles Liebe. Ganz, ganz lieben Dank. Ciao, mein Lieber. Danke. Und jetzt haben wir für Sie, liebe Zuschauer, etwas von Stefanie Gralewski. Der Hexenkalender für 2020 ist da. Im A5-Format mit mehr als 350 Anleitungen führt Stefanie Gralewski Sie bereits zum sechsten Mal durch ein Jahr voller Magie, Lebensfreude und vieler neuer Möglichkeiten. Entdecken Sie Rituale zu den Themen Liebe, Finanzen, Harmonie und viele weitere mehr. Bestellen Sie jetzt Stefanie Gralewskis Hexenkalender unter Telefonnummer 030 95 61 9248. Ja, da haben wir eine Telefonnummer gerade gesehen bei Steffi Gralewski. Und hier bei uns im Studio ist ja auch immer eingeblendet die 0900 508 5000. Eine super Nummer, zu der Sie rund um die Uhr uns alle erreichen können. Die Questico-Berater, sowohl TV-Berater, so wie Sabine Salmann beispielsweise. Ja. Aber auch alle anderen Questico-Berater, die Sie möglicherweise nicht aus dem Fernsehen kennen. Und immer für einen Festpreis von 1,99 aus dem deutschen Festnetz. Natürlich sind die Beratungen, wie Sie es auch kennen, zu 100% anonym. Also rufen Sie an, die 0900 508 5000 lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, rund um die Uhr erreichbar und immer zum Festnetzpreis von 1,99. Ja, liebe Sabine. Ja. Da bist du, glaube ich, bist du da auch mit draufgeschaltet? Nein. Nein, da bin ich nicht mit draufgeschaltet. Könntest du dir noch überlegen? Kann ich mir überlegen, ja, ne? Jederzeit. Genau, genau. Ach, das sind immer so viele Sachen, die man sich überlegen muss. Ja, ne? So viele Dinge, die du ja, ja auch tust. Man sieht dich ja auch relativ aktiv bei Social Media. Bist ja du auch unterwegs, klar. Das gehört heutzutage anscheinend eben auch dazu. Ja. Man muss sich da schon auch irgendwie ausbreiten. Eine ganze Zeit lang hast du dort vegane Rezepte gepostet und hast auch schön Bilder von deinen Frühstücken, Mittagessen und Abendessen immer mal wieder gezeigt. Wir haben ja gehofft, dass du kochst, aber das kann schon mal zu einem besonderen Anlass mal wieder vorkommen. Ne? Also ja, ich poste immer noch mein Essen, also zumindest in der Instagram-Story seht ihr, dass ich momentan eine Pancake-Phase habe und zum Frühstück schon seit Tagen Pancakes mit allen möglichen Früchten esse. Also kriegt man immer, man weiß wirklich immer, wie ernährt sich die Sabine Salmann. Ja. Ja. Ja, also das wird schon, das wird preisgegeben natürlich. Genau, auch. Aber ich schreibe sehr viele auch so spirituelle Texte, was mich bewegt, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich bin ja halt eine
mitten in Berlin in der spirituellen Szene unterwegs und kenne auch viele spirituelle Menschen. Und da gucke ich immer wieder, was ist das eigentlich das Wesentliche, ne? Wie wir auch eben gesagt haben, als Einstieg. Es gibt immer so viele Dinge, über die wir uns Gedanken machen, die wir Entscheidungen, die wir treffen müssen, Herausforderungen, die uns das Leben stellt, Menschen, die uns umgeben. Und da ist einfach die Spiritualität etwas, was uns in allem einen Halt geben immer kann. Und wenn ich jetzt nicht spirituelle Lebensberaterin wäre und Medium, dann hätte ich bestimmt einen Vegan-Imbiss in Berlin. Ja, ja. Das glaube ich allerdings auch. Aber man muss ja Entscheidungen treffen. Und der wäre mit Sicherheit sehr erfolgreich, weil das, was du hier bei uns immer gekocht hast, sehr, sehr lecker immer gewesen ist. Wie du schon sagst, also die Spiritualität, ein wahnsinnig weites Feld. Und deswegen bieten wir ja hier auch immer so ein Kaleidoskop der Spiritualität, um dem Zuschauer einfach mal mitzugeben, was gibt es da alles? Was ist in der Spiritualität alles möglich und welche Wege kann man da gehen? Da gibt es eben die unterschiedlichsten Methoden und Formen, wie man sich auf den Weg zur Spiritualität machen kann. Und du bietest da eben deinen ganz besonderen Weg. Wie bist du auf deinen Weg gekommen überhaupt? Das ist sicherlich eine lange Geschichte. Wir haben ein bisschen Zeit. Ich versuche es mal ganz kurz zu machen. Ja. Also sagen wir mal so, Spiritualität hat mich mein ganzes Leben schon begleitet. Und von Kindheit an bin ich hellfühlend und hellsichtig. Also ich habe schon immer diese kosmischen Kräfte, Energien wahrgenommen. Ich konnte es nur damals nicht benennen. Ich habe oft dann meinen Eltern erzählt, oh, da ist was und da habe ich eine Energie. Ich habe es nicht als Energie. Ich habe gesagt, ich sehe da ein Licht. Oder auch im Dunkeln habe ich viele Lichtfelder gesehen. Musste die Lampe halt dann nachts anbleiben, ja. Aber zum also Glück, hat dich das erschreckt so ein bisschen? Ja, weil mir keiner, aber weil ich es nicht wusste. Mhm. Ich spürte zwar keine Bedrohung, aber es ist natürlich sehr seltsam, klar, wenn man etwas wahrnimmt, was die anderen nicht wahrnehmen. Mhm. Dann beginnt natürlich dann auch der Selbstzweifel. Meine Eltern haben das zum Glück nie so wirklich bewertet. Ja, sie haben das akzeptiert, irgendwo auch angenommen. Und ich habe ihnen halt als auch Kind viele auch Überraschungen erzählt, was ich gesehen habe und auch Dinge, die ich dann schon vorher wusste. Habe ganz selbstverständlich meine versteckten Weihnachtsgeschenke rausgeholt und so eine Sachen. Ja. Und habe dann auch viele Sachen schon in meiner Zukunft gesehen, die ich beschrieben habe, die dann auch später eingetroffen sind, wo mein Vater mir dann auch gesagt hat, Mensch, das hast du mir schon früher mal erzählt. Oder auch ein besonderes Erlebnis war, das war mal zu Weihnachten, da hat mein Vater den ganzen Tag an diesem Backofen repariert. Ja? Und er hat den nicht ganz gekriegt und da sagt er, okay, dann können wir jetzt keinen Braten machen. Und dann sagte ich plötzlich als Kind, doch, der geht doch. Und bin hingegangen, habe den Backofen angefasst und plötzlich ging der wieder und dann ging der noch jahrelang danach. Also das waren so ein paar Momente, wo ich so wirklich so Phänomene hatte, die ich bis heute einfach nicht vergessen habe. Sabine Salmann, der energetische Hausmeister. Ja, manchmal sind es irgendwo auch Störfelder, Energiefrequenzen, die auch technisch dann durchaus eine Störung verursachen können. Und irgendwie habe ich das dann intuitiv gespürt. So, aber wie das dann halt so ist, in der Jugendzeit will man eher dann cool sein. Und wenn man dann nicht so viele Menschen um sich herum hat, die dann das auch bestärken oder einen bestätigen irgendwo darin. Und dann habe ich dann natürlich auch erstmal versucht, diese Fähigkeiten erstmal wie so viele erstmal dicht zu machen, ja, in dieser grobstofflichen Zeit damals auch und es ist mir dann erstmal gelungen auch und dann ging es mir aber irgendwie nicht gut. Mit Anfang 20 dachte ich, irgendwas fehlt mir, so das ganze Oberflächliche, Äußerliche. Ich fühlte mich nicht glücklich, fast schon traurig, depressiv und wusste nicht, was es ist. Und als wenn meine Seele sich nach etwas sehnte, was ich nicht benennen konnte. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben. Wenn ich mich psychiatrisch behandeln lassen wollte, wurde ich weggeschickt, weil ich immer so groß strahlend wirkte. Ja. Dachten, ach, naja, die will doch nur Aufmerksamkeit. Mhm. Und dann, die wussten nicht, wie es mir wirklich ging, dass mir etwas innerlich gefehlt hatte, dass ich eine tiefe Sehnsucht hatte und mich nichts wirklich glücklich machen konnte. Und dann habe ich mein erstes Meditationsbuch gefunden mit Anfang 20. Und habe dann gedacht, na okay, wenn mir jetzt keiner weiter hilft, ja, dann fange ich halt mal an zu meditieren. Und das Phänomen war, dass innerhalb von wirklich kurzer Zeit
ich sehr in tiefe meditative Zustände gekommen bin. Und mir ging es innerhalb wirklich von einigen Wochen so viel besser. Es war so, als wenn ich etwas gefunden hatte, was ich vermisst hatte. Mhm. Und wenn man etwas entdeckt, was einem natürlich selbst weiterhilft, dann steigt man noch tiefer in die Materie ein. Ja. Und dann bin ich halt weiter diesen meditativen Weg gegangen, aber habe auch den ganzen Reiki-Weg, dem bin ich nachgegangen, hatte verschiedene spirituelle Lehrer und habe dann auf der geistigen Ebene auch Geistwesen, Engel getroffen, die mich ausgebildet haben, die mir mit Anfang 20 gesagt haben, hey, da wird sich was tun in der Welt, die Schwingung erhöht sich, viele Menschen werden sich dafür öffnen und ja, wir fangen jetzt mal an, dich auszubilden, hör mal auf deine innere Stimme. Ja. Und dann dachte ich erstmal, wow, jetzt geht's ja los, ja. Weil Spiritualität ist oftmals so eine Grenze zwischen, ich glaube mir jetzt oder ich spinne jetzt total. Ja. Aber da es sich so gut angefühlt hat im Inneren, habe ich gesagt, okay, ich glaube dem und habe dann viele Zeichen bekommen auf meinen Weg, dass es so ist. Das, was ich gespürt habe, dass es dann auch mich weitergeführt hat und also weitergebracht hat. Musstest du eben nicht mehr so viele Freunde im Außen suchen, denn du hattest ganz viele Freunde dann im Innen. Es hat sich ergeben. Ja. Also es ging darum, dass ich mich unabhängig mache von diesem Gefühl, geliebt zu sein. Dass ich die Liebe in mir spüre und dann mich selbst auch erkenne, um dann Menschen auch anzuziehen, die mich sehen können und die das mit mir teilen können. Und da gibt es ja viele. Wir sprechen gleich. Joanna tanzt so schön im Studio. Sie tanzt? Ja. Habe ich was verpasst? Ja, quasi in deinem Rücken hat Joanna getanzt. Das sah sensationell aus. Ja. Hier den Chaka-Chaka-Tanz. Jensi, jetzt aber beenden das Thema, weil wir müssen weitergehen. Ja. Okay. Ich habe ja heute kein Ohr. Ich habe ein Ohr, aber ich habe kein Knopf im Ohr. Und deswegen muss Joanna jetzt immer rumtanzen. Das ist schön, Joanna. Danke, wir sollten das immer so machen. So, weiter geht's, liebe Zuschauer, mit wundervollen Produkten von Gabriele Iasetta und Thorsten Gabriel. Schauen wir uns gerne mal an. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Thorsten Gabriel TV-Shop. Familiensegen, finanzielle Fülle, spirituelle Hellsicht, Liebesglück. All dies und noch viel mehr ermöglicht Ihnen unser Neuzeitschamane Thorsten Gabriel. Er empfängt für Sie aus der göttlichen Liebe Ihre Botschaften und lässt diese erlöste Form in all seine 5D-Produkte einfließen. Alles wird von ihm höchstpersönlich für Sie individuell energetisiert, damit Sie endlich erleben, wovon andere nur träumen. Und kaum sagt man, man hat heute keinen Knopf im Ohr, habe ich doch noch einen bekommen. Ja, jetzt bin ich wieder voll unterm Pantoffel von der Regie. Ja. Du hörst alles. Du hörst alles. Lieber Malte, wir haben über deine Aktion ja gesprochen, wie sie zustande gekommen ist. Du hast mir vor der Sendung auch erzählt und du hast es hier ganz kurz erwähnt, dass das ganz interessant ist, was passiert. Zum einen natürlich mit deinem Körper, klar, wenn du regelmäßig die Push-Ups machst. Aber was auch mental passiert, wie sich da bei dir was verändert. Was ist denn jetzt während dieses Projekts bei dir schon passiert? Was auch wahrscheinlich jeden Tag wieder was anderes. Was für Rückmeldungen kriegst du denn von deinem Körper täglich? Sehr, sehr unterschiedlich. Am Anfang war es tatsächlich, es waren viele Ängste. Dass du das nicht schaffst, oder? Genau, dass ich es nicht schaffe, dass ich mich irgendwie zum Host mache, was die anderen denken können. Also es waren so viele Gedanken im Außen. Es waren natürlich auch Ängste, wie geht es weiter mit mir? Also weil ich habe gesagt, okay, ich mache das Projekt und egal was kommt, ich ziehe dieses eine Jahr durch, weil ich einfach das Gefühl habe, das machen zu dürfen, müssen, wollen, können, irgendwie alles. Und es ist halt nicht so, also es ist jetzt irgendwie was Neues, ja. Das heißt, wenn ich mit jemandem spreche und er sagt, naja, was machst du denn? Und ich sage, naja, 3000 Push-Ups, dann fassen die sich immer erstmal an den Kopf und dann, also da sind viele Ängste da gewesen. Ja. Dann ging es irgendwann los, dass ich gesagt habe, okay, ich fange jetzt an und ich gehe damit raus. Das heißt, am Anfang waren es erstmal nur so die Freunde, das heißt, ich habe ein paar Leute eingeladen in die Facebook-Gruppe, um das Ganze, weil ich habe von null gestartet, also auch, ich habe nicht meine bestehende Community genommen vom Privataccount, sondern ich habe wirklich alles neu aufgesetzt und
da waren dann schon so, da habe ich gemerkt, so mit jeder Einladung, okay, schwierig, ne? Okay, mache ich das denn wirklich? Mhm. Was ist, wenn ich es nicht mache? Was passiert, wenn ich die Ziele nicht erreiche? Und so weiter. Also ganz viel Kopfkino. Dann ging es weiter über, ich habe eben den ersten Tag erwähnt, der war natürlich höchst motiviert. Ja, ich war auch wieder mit meinem Bruder übrigens, ja, auf der Mecklenburgischen Seenplatte. Und wir haben dann den ganzen Tag von morgens 6 bis abends um 22 Uhr habe ich jede Stunde Liegestütze gemacht, weil ich es am Anfang mir runtergebrochen habe auf Wachstunden. Und dann gab es natürlich erstmal die körperlichen Rückmeldungen, das heißt, es war Muskelkater, dann kam irgendwann die Sehnen, also die Gelenke dazu. Sehnen waren nicht ganz so dramatisch, aber auch die spürt man immer wieder mal. Dann ging es so weit, dass ich gesagt habe, naja, ab dem Moment, wo ich jetzt dauerhaft diese, ich sag mal, 2000 ungefähr geschafft habe, da war es dann wirklich so, dass ich gemerkt habe, okay, wenn ich abends jetzt mit Freunden weggehe und ich trinke ein Bier oder ich trinke auch mal eins mehr oder ich mit bei meinem Cousin auf der Hochzeit war in Mexiko und wir da gefeiert haben, dann habe ich am nächsten Tag, ist nicht so gut. Ne? Ja. Wenn ich mich ungesund ernähre, dann spiegelt mir das mein Körper jetzt deutlich, deutlich mehr als vor dem Projekt. Also so die Rückmeldung Körper, Kopf, Körperempfinden, Körperwahrnehmung, die ist schon sehr, sehr stark gestiegen. Das heißt, du hast für dich eben jetzt auch eine schöne Rückmeldung. Was tut mir gut? Was brauche ich eigentlich, um tatsächlich voller Energie und fit zu sein? Denn es geht ja im Leben dann auch nicht, also für dein Projekt jetzt ja, aber sag mal so in dem Normalleben geht es ja gar nicht darum, immer jetzt so und so viele Push-Ups zu machen, so und so viel Sport am Tag zu treiben. Aber du merkst halt schon, okay, Sport hat einen positiven Effekt natürlich, wenn ich mich bewege, wenn ich was tue. Aber eben auch, was brauche ich, was brauchst du für dich persönlich im Leben? Wie viel Schlaf brauchst du? Was für Ernährung? Also welche Lebensmittel tun dir gut? Welche Lebensmittel tun dir eben nicht so gut? Was gibt dir Energie? Was raubt dir Energie? Da hast du jetzt für dich innerhalb bis zum Ende deines Projekts wirst du innerhalb eines Jahres dann eine sehr gute Rückmeldung haben, was gut für dich ist. Wirst du, nehme ich mal an, das dann nach diesem Projekt für dich entsprechend weiterführen? Hast du für dich dann so einen Plan? Okay, das sind die Dinge, die mir Energie geben. Das mache ich jetzt so weiter? Oder willst du einfach Spaß haben? Nein, also ja, klar, Spaß will jeder haben und Spaß ist nichts Verkehrtes. Ich glaube, ich kombiniere es einfach. Also ich lerne sehr, sehr viel ist heute der 138. Tag. Ich habe bis jetzt schon wahnsinnig viel über mich gelernt und ich habe es nicht gelernt. Ich finde Lernen toll. Ich bin ein sehr kopflastiger Mensch. Das heißt, ich finde alles, was mit Büchern, mit Seminaren, mit Podcasts und so weiter zu tun hat, das konsumiere ich sehr gerne. Das sind alles auf der kognitiven Ebene stattfindende Prozesse, die finde ich toll. Das Projekt jetzt zeigt mir sehr, sehr viel körperlich. Und ich werde einfach den Prozess weitergehen und gucken, dass ich die beiden Sachen miteinander kombiniere. Also so diese Durchlässigkeit zwischen Körper, zwischen Fühlen. Tatsächlich auch, es gibt ja drei Ebenen. Wir haben nicht nur die kognitive und die Emotionsebene, es gibt ja auch noch die archaische Ebene. Und da einfach das so ein bisschen auszubalancieren und mitzunehmen und natürlich so weit wie möglich zu tragen. Und tatsächlich sind die Gedanken, so wenn du jetzt Zukunft ansprichst, was ist nach dem Jahr? Die Ideen, die jetzt gerade in mir wachsen und entstehen, sind nicht die normalen Ideen, die ich jetzt sage, okay, und danach gehe ich als Bürofachangestellter von 9 bis 17 Uhr arbeiten, sondern die gehen eher in die Richtung, okay, wie kann ich das, was ich jetzt hier gewinne, an Erfahrung, an Themen, an Kontakten, an Menschen, wie kann ich das möglichst gewinnbringend wieder zurückgeben? Und da gibt es natürlich, also die Ideen, die da wachsen, die sind anders. Also ich wollte es auch gerade erwähnen, also bei diesem Projekt, wie gesagt, du gehst ja sehr in die Öffentlichkeit und du möchtest ja 1 Million Menschen inspirieren, genau. Das heißt, du wirst auch 1 Million Kontakte machen, ungefähr, aber selbst wenn es weniger sind, selbst wenn es nur 100.000 Kontakte sind, aber da entsteht ja ein Netzwerk von, sag mal, ansatzweise Gleichgesinnten oder die zumindest deiner Idee offen gegenüberstehen, bieten auch, also auch da gibt es ja dann bei dem einen oder anderen wahrscheinlich mal einen etwas intensiveren Austausch. Was bringt dir dieser Austausch mit den Menschen? Entstehen daraus dann eben auch Ideen, wie es weitergeht? Ja, natürlich, klar. Also jeder Kontakt, jeder Austausch bringt mich irgendwo weiter, aber vor allen Dingen bringt das Projekt weiter. Also jetzt für den Moment ist immer so dieser Switch zwischen langfristigen Zielen, so was ist in 5 oder 10 Jahren, und kurzfristigen Zielen. Und kurzfristig ist jetzt für mich tatsächlich bis zum 31.05. Und da geht es erstmal darum, da muss ich in den Kontakt, also ich gehe sowieso gerne in den Kontakt. Ich finde Menschen toll, ich finde Menschen spannend und jede Geschichte oder jede Begegnung macht irgendwas mit einem. Und das ist super spannend zu sehen. Aber
Vor allen Dingen geht es darum, jetzt erstmal diese Millionen Menschen zu erreichen, zu begeistern irgendwie. Weil ohne die Menschen, und dann, also ohne, dass ich jetzt irgendjemanden begegne und ihn bewege, tatsächlich auch einen Euro oder zwei oder fünf zu spenden, ist das ganze Projekt wertlos. Hm. Also mein Ziel ist es, 10 soziale Projekte zu fördern. Da gibt es ja auch Gründe, da gehen wir vielleicht nachher nochmal drauf ein. Aber ohne die Menschen ist das Projekt nichts. Bin ich einfach nur ein Spinner, der Liegestütze macht. Ja. Und deshalb ist jede Begegnung super wertvoll. Und so langsam passiert, also so langsam hat auch mein Umfeld registriert, okay, der hat jetzt nicht nur irgendwie ein Wochenendkoma und sagt jetzt, er war auf dem Seminar, sondern es sind jetzt 138 Tage. Mhm. Die merken, okay, der meint es ernst, gucken mal. Und es kommen jetzt super spannende Rückmeldungen. Und die meisten, also den meisten Menschen, denen ich begegne, Menschen wie dir, die wollen ja auch, dass es erfolgreich wird. Mhm. Das heißt, die wollen dabei unterstützen, dass am Ende 10 soziale Projekte gewinnen. Und darum geht es. Es geht nicht um die Liegestütze. Wie kann man dich und dein Projekt denn unterstützen? Also klar, Geld geben, aber wie kommt man da an dich ran? Wo schmeißt man das Geld rein? Okay, also wir haben einen gemeinnützigen Verein gegründet. In Deutschland ist ja alles sehr, auch darf gerne transparent sein. Wir haben einen Verein gegründet und haben die Gemeinnützigkeit beantragt. Mhm. Das ist beim Finanzamt und das ist was Neues und Ämter und Neuigkeiten. Das ist immer ein Prozess. Ja? Also der wird gut, da bin ich überzeugt von, die wollen auch, aber es dauert halt einfach. Aber wir haben die Gemeinnützigkeit beantragt, das heißt, die Aufsicht über die ganzen Finanzen, da weiß das Finanzamt zumindest mal Bescheid. Mhm. Und da haben wir ein Konto eingerichtet auf der Website www.pushups4charity.de, also im Grunde genommen, wie hier zu sehen. Genau. Und da gibt es ein Paper, einen Spendenbutton. Und am besten, am leichtesten ist es natürlich über das, weil da läuft alles zusammen. Da gibt es dann auch ein Feedback und das ist das Leichteste. Man kann auf unserer Website auch Shirts kaufen, Pullis oder Merchandise-Artikel. Da gehen 20% zugunsten des Projektes. Das ist eine andere Möglichkeit. Wir haben ein Nominierungsspiel, ähnlich wie bei der Ice Bucket Challenge, wo man gerne mitmachen darf. Also das heißt, man findet die ganzen Informationen eigentlich auf der Website oder auf Facebook, YouTube und Instagram. Also das heißt, wenn sowas wie eine Challenge dann auch ist, wirst du wahrscheinlich auch jede Menge Videos bekommen von Menschen, die dann Liegestütze auch machen. Genau, also es gibt ein Nominierungsspiel, ähnlich wie bei der Ice Bucket Challenge. Ja, genau, da sieht man die Website, die Push-Ups, die ich bis jetzt gemacht habe und den aktuellen Spendenstand, der im Idealfall eigentlich identisch sein sollte mit den Push-Ups. Da dürfen wir noch ein bisschen arbeiten. Und auf der Website kann man dann eben schön erkennen, worum geht's, welche 10 Projekte, was machen, welche Gruppe, ne? Wo können die Leute wie mitmachen. Unten wird dann noch das Nominierungsspiel erklärt. Man sieht so die ersten Medienthemen, die da jetzt hochgekommen sind. Und ja, also tatsächlich das Wichtigste jetzt aktuell ist, die Community aufzubauen. Das heißt wirklich spread the word, auf die Seite gehen, Instagram abonnieren, liken, teilen. Und dann gibt es im Instagram-Account selber, sieht man auch, wie die Nominierungsspiele zum Beispiel laufen. Mhm. Da gibt es schon ganz viele Videos, die sind hochgeladen, da kann man im Feed mal gucken. Aber im Grunde genommen ist es so, ich würde sagen, pass auf, Jens, ich nominiere dich, wir machen ein 30-Sekunden-Video und für jeden Push-Up, den du machst, zahle ich zugunsten des Projektes 1 Euro beispielsweise. Dann machen wir ein Video, laden das ganze Ding hoch, du verlinkst das Projekt und dann nominierst du andere Menschen, genau dasselbe zu. Also da kann ich nur sagen, da wirst du in 30 Sekunden bei mir auf jeden Fall nicht arm. Also da kommt nicht so viel zusammen. Bei dir haben wir ja gesehen und wir werden nachher auch noch ein paar Push-Ups mit dir gemeinsam machen. Und da werden wir sehen, wie flott du inzwischen eben auch bist. Also da ist, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden, wenn du wirklich auf Schnelligkeit gehst, wie viel schaffst du? 50 in 30 Sekunden ungefähr. Also es ist absoluter Wahnsinn. Also schneller als... bei mir sind es vielleicht 3 in 30 Sekunden, aber du bist halt trainiert. Und darum geht's. Also, und das ist eben das Schöne. Natürlich haben Push-Ups auch einen gesundheitlichen schönen Effekt. Aber es geht eben darum, möglichst viele Menschen zu erreichen und mit dem Thema Charity auseinanderzusetzen, zu sagen, sie können mitbestimmen. Und dann ist es egal, wenn du nur einen machst, dann spende ich 1 Euro. Und dann habe ich mein Ziel, 1 Million Menschen zu erreichen, 1 Euro zu spenden, schon erreicht. Und wenn du 3 schaffst, dann habe ich 3 Euro gespendet. Und zum Beispiel. Genau über Spenden und Spendenverhalten wollen wir uns gleich auch noch unterhalten. Gerne. Also es gibt noch einiges zu tun gleich in unserem letzten Teil. Jetzt haben wir für Sie erst einmal etwas von Rosemarie Wahle. In jedem Menschen ist die Sonne, man muss sie nur zum Leuchten bringen. Was einst schon Sokrates erkannte, hat sich auch Rosemarie Fahle zur Herzens- und Lebensaufgabe gemacht. Mit Hilfe ihrer angeborenen Hellsicht, den Karten und ihrem umfangreichen Wissen in den Bereichen der Astrologie,
der Karoma-Numerologie und spezieller lösungsorientierter Gesprächstechniken begleitet Rosemarie Sie auf Ihrem Weg und zeigt Ihnen zugleich, welche Potenziale in Ihnen schlummern. Lassen Sie sich von Rosemaries Herzlichkeit und Empathie überzeugen. Sie berät Sie gerne zu allen Fragen, die Sie bewegen. Sabine Salmann bei uns und keine Liegestütze. Och nö, wenn mache ich eher so die, Frauenliegestütze, ja. Weißt du, wo man so mit den Knien noch, weil ich mache zwar auch Yoga und Fitness und sowas, aber du weißt ja, Frauen, die... Aber Frauenliegestütze, also es ist völlig egal, wie die aussehen, oder? Also auch mit krummen Rücken oder... Wir hatten tatsächlich auch schon jemanden, der hat Kniebeugen in der Fußgängerzone gemacht. Der sagt, er konnte nicht wegen Schultern, also macht er Kniebeugen. Es geht mehr um die Bewegung, ja, und um das Thema und um den Spaß und weniger um die korrekt Hund... Meine Liegestütze, jeder Fitnessmensch, der hier zuschaut, meine Liegestütze sind auch nicht hundertprozentig sauber ausgeführt, ja, weil die macht man eigentlich schön langsam, ja, und eng am Körper. Aber bei 3000 Stück am Tag, genau, da darf man so ein bisschen abwägen. Ruhig mal ein bisschen, ja, schneller, na gut, gehen. Also, ne? Kannst du gleich, wenn Malte nicht da drin, dann kannst du hier gerne, du kannst auch, dann machst du ein bisschen hier im Sessel. Aber ich habe gleich noch Sendung, ich will jetzt hier nicht geschwitzt ins Studio gehen. Ja? Das geht also natürlich, genau, gar nicht. Das geht natürlich, genau, gar nicht. Spiritualität, ja? Den, ja, Fokus halten, darum, ja, geht es, genau, ja auch. Also, aber es tut ja, die Spiritualität hilft ja auch dem Körper weiter. Natürlich, ja, natürlich. Alles sollte ja ausgewogen sein. Mhm. Genau, wir sind stehen geblieben vorhin bei dem Thema, wo ich dann meine Lebensaufgabe sozusagen erkannte, wo, ja, ich sagte, okay, da kamen geistige Wesen, die sagten mir dann halt, okay, du hast eine Aufgabe, weil immer mehr Menschen werden diese Sehnsucht, die ich damals hatte, verspüren, dass da einfach mehr da ist als die materielle Ebene. Und deswegen ist es für mich eins meiner Hauptaufgaben, mit der Spiritualität einfach sehr natürlich umzugehen. Das heißt, nicht etwas Hokuspokus Außergewöhnliches darzustellen, sondern es ist einfach ein Teil des Lebens, den viele vergessen haben. Und oft versuchen Menschen dann die Leere mit irgendwelchen anderen Dingen zu erfüllen, was sie dann nicht wirklich glücklich macht. Und ja, und das ist dann halt das, was mich auf den Weg gebracht hat. Und so habe ich mir immer wieder Gedanken gemacht bei den ganzen vielen verschiedenen Themen in der Spiritualität. Was ist das Zentrale darin? Worum geht es eigentlich? Und da geht es um die Herzensebene. Es geht einfach immer wieder um die Herzensebene, um die Erinnerung, dass wir alle miteinander verbunden, ja, sind. Um die Erinnerung an auch unsere Verantwortung, die wir dem großen Ganzen gegenüber haben, was wir ausstrahlen in diese Welt. Weil wir ziehen damit an den Bewusstseinsfäden. Und halt auch um Werte. Es geht nicht nur darum, um besondere Fähigkeiten zu erlangen. Es ist schön, wenn wir diese entdecken. Aber es geht darum, um Wertigkeit, um das Leben auch zu achten und zu schätzen. Und das ist das, ja, und wo ich immer wieder drauf fokussiere. Wie wirke ich eben in dieser Welt, in diesem Leben und inspiriere eben auch andere Menschen? Also wie Malte das, genau, mit seinem Projekt macht, machst du das eben mit deiner Arbeit. Und ja, ja, wenn man sich dann diesem Feld auch öffnet, dann öffnen sich auch Türen. Genau, und das ist das, was für mich dann letztendlich wirklich immer wieder auch glücklich macht. Hm. Wenn ich etwas tue, was ich selbst als meine Berufung empfinde, was mir Freude macht und womit ich auch etwas Gutes in der Welt tue, mich nicht nur getrennt sehe in meinem persönlichen Ego, auch das hat eine Berechtigung, ja, aber die Erweiterung dessen, es gibt ja immer eine höhere Wahrheit, niemand hat die ganze Wahrheit mit einem Löffel gefressen, sag ich mal, ne? Auch die Engel sagen uns nicht die ganze Wahrheit, weil wir würden dann wahrscheinlich wegrennen und wären nicht bereit, so habe ich das Gefühl, dass ich immer wieder den Menschen diene und denjenigen abhole, wo er gerade steht und ich das Gefühl habe, ich muss dem irgendwie meine Wahrheit überhäufen. Ja, und wenn wir eh schon alles wissen, müssen wir ja keine Erfahrungen mehr machen. Aber darum geht es ja genau hier, dass, genau, wir hier alle unsere Erfahrungen machen und dann irgendwann erfahren wir vielleicht, was hinter all dem so steckt. Weißt, ja, du denn mehr? Haben dir die Engel schon mehr erzählt? Na, was kommt drauf an, was du wissen willst? Ja, warum machen wir das alles hier? Warum wir das hier machen? Ja. Dieses ganze Theater hier. Naja, alles weiß ich auch nicht, ne? Also Spiritualität bedeutet auch immer wieder in diesem Gefühl von des Nichtwissens zu sein, mhm, und sich dafür zu öffnen, in dem Vertrauen, dass alle Antworten, die wir im Augenblick brauchen, dass sie auch zur rechten Zeit zu uns kommen. Auf jeden Fall finden wir wieder zurück. Wir finden wieder zurück zur Einheit. Aus irgendeinem Grund haben wir uns davon entfernt und finden Schritt für Schritt, auch wenn es an manchen Punkten hier auf der Erde noch nicht so aussieht, finden wir wieder zurück in diese
diese Einheit und Erkennen, kommen wieder zurück in diese Erkenntnis, dass wir im Herzen alle eins sind, miteinander, und dass jeder ein ganz wertvolles Puzzlestückchen hier auf Erden erfüllt. Und wenn wir jeder diesen Wert in uns erkennen, dann brauchen auch manche Dinge gar nicht mehr sein, wie Konkurrenz, Neid und so weiter, weil dann sehen wir, dass wir jeder wundervoll und einzigartig auf seine eigene Art und Weise sind. Liebe Sabine, wir sehen dich gleich direkt im Anschluss an uns, ja, ne, oder? Ja, um 15 Uhr. Um 15 Uhr, das heißt, wir werden dich hier dann gar nicht am Ende der Sendung verabschieden, weil du ja schon früher raus musst. Also du darfst jederzeit gehen, aber natürlich würden wir gerne mit dir die Liegestütze machen. Aber du hast ja schon gesagt, dass du vor einer Sendung hier in Schwitzen kommst, muss nicht sein. Bis hierhin ganz, ganz lieben Dank, liebe Sabine. Sehr und dann gerne. Um 15 Uhr dich dann auch bei AstroLife zu sehen, freut uns dann natürlich auch. Haben wir Freude damit. Ja. Ganz, ganz lieben Dank bis hierhin. Und jetzt haben wir für Sie im Bewegtbild Petra Six. Ich brauche keinen Namen, ich brauche kein Geburtsdatum, ich brauche keine Angaben. Und dann lege ich die Karten aus und sage, ja, hier ist das Thema. Es war immer schon meine Leidenschaft, Sprache und Kommunikation. Und das habe ich auch studiert. Einfach, weil ich Spaß dran habe, mit Menschen zu arbeiten und weil es mir Freude bereitet. Ich hatte immer schon die Gabe mit Tieren, und die Tiere vermitteln ja nicht, indem sie reden, sondern über Mimik und Gestik und auch über die Seele. Ja, da im Bewegtbild, und jetzt hören wir Petra Six. Sie ist uns per Telefon zugeschaltet. Hallo Petra. Hallo Jens, grüße dich. Liebe Petra, wir haben ein ganz spezielles Thema. Das passt natürlich heute zur Sendung auch mit Maltes Aktion, denn auch du bist im Bereich Charity unterwegs. Und am 11.11. beginnt in einigen Regionen Deutschlands nicht nur die ganz, ganz wilde Saison. Nein, da beginnt für dich auch ein Charity-Projekt. Ja, ich hoffe, dass wir da ganz viele Kollegen von Questico, von Viverkom dazu bekommen. Und zwar ist mein Plan, dass wir für die Ärmsten der Ärmsten was tun, nicht für die Obdachlosen in Berlin. Ja, da denken oft wenige dran. Mhm. Und St. Martin ist der 11.11., der ist also nicht nur der Karnevalsbeginn. Genau. Und da heißt es ja zu teilen. Und ich denke, wenn jeder so viel er kann und mag mit abgibt, ja, dann können wir zusammen ein schönes Sümmchen zusammenbringen, um das einer Berliner Suppenküche zu spenden. Ja, und da wissen wir ja, also gerade Berlin ist da schon relativ aufmerksam. Das wissen wir ja durch Frank Zander, der ja auch immer ein wunderbares Projekt in der Vorweihnachtszeit an den Start bringt. Und im Estrell Hotel ein ganz, ganz großes Weihnachtsessen veranstaltet für Obdachlose, Gänsebraten mit allem drum und dran. Und da kommen inzwischen sehr, sehr viele Promis auch hin, um dort mitzuhelfen, Frank Zander zu unterstützen beim Servieren. Also Frank Zander ist dann auch selber immer vor Ort, serviert dann eben mit und ist in vielen Gesprächen mit Obdachlosen, also auch eine sehr, sehr schöne Aktion. Wie lang soll denn deine Aktion dauern? Ich würde sie schon gerne eigentlich ab heute. Vielleicht hören ein paar Kollegen zu. Ich weiß nicht, inwieweit das Beratermanagement da ausgelastet ist, dass mir diese Infos zugespielt werden können. Das ist jetzt ein Aufruf an alle lieben Kollegen und Kolleginnen von Viverkom und Questico, sich zu melden und zu sagen, ob sie, weiß ich, 50 Euro, 20 Euro spenden wollen. Und das Geld würde, die Kontonummer würde ich noch bekannt geben in der nächsten Sendung, dass wir dann ein Konto einrichten, wo das drauf kann, extra für diese Spendenaktion. Genau, und dann auch so diese Spendenaktion am besten dann auch noch bei Social Media auf deinen Kanälen verbreiten. Dann finden sich bestimmt auch noch einige Menschen. Richtig, über Facebook möchte ich das reinmachen. Na, dass wir da insgesamt sammeln. Ich denke, selbst wenn es nur 300-400 Euro sind, ist es ein kleiner Beitrag, um vielleicht ein paar Essen für die Bettler und Obdachlosen zu geben. Absolut. Jeder Euro zählt, und über jeden Euro freuen sich die entsprechenden Organisationen dann auch hier in Berlin. Liebe Petra, ganz, ganz lieben Dank für diese schöne Idee. Und toi, 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 versuchen wir natürlich bestmöglich zu unterstützen, und du gibst uns dann in der nächsten Sendung gerne weitere Informationen, wie es mit der Spendenaktion weitergeht. Ich werde das über die Sandra Brichter, die Kontonummer, bekannt geben. Prima. Und dann könnt ihr das einspielen in der nächsten Sendung. So machen wir das.
auf jeden Fall, ja? Ganz gerne. Du bist heute noch, kommen wir auch noch darauf zurück, für deine Anrufer da? Ja, von heute an eigentlich bis nachts um 1, 2 Uhr. Meine Güte, das ist reichlich Zeit. Also, liebe Zuschauer, da haben Sie doch die ein oder andere Möglichkeit, Petra heute noch zu erreichen. Petra, ganz, ganz lieben Dank, dass du dich heute hier reingeschaltet hast und einen wunderschönen Tag noch. Ja, euch auch alles Liebe. Ganz, ganz lieben Dank. Bis bald, Petra. Bis bald. Tschüss. Und jetzt haben wir für Sie nochmal den Hinweis auf unsere Verlosung, liebe Zuschauer. Diese wunderbaren Yoga-Bücher von Inge Schöps, dieses Buchpaket. Einmal die 44 Übungen für Anfänger und dann ja sehen Sie das rote Buch, der gesunde Rücken, wenn Sie beide Bücher im Paket gewinnen möchten. Yoga for Everybody. Dann beantworten Sie uns doch bitte folgende Frage. Wie viele Liegestütze möchte Malte Schmidt in einem Jahr schaffen? A, 1 Million oder B, 500? Ich denke, Sie sind inzwischen drauf gekommen. Rufen Sie an unter der 0137 988 1404 und aus Österreich und der Schweiz unter der 0901 050 190. 18 Jahre alt müssen Sie sein, wenn Sie bei uns teilnehmen möchten. 50 Cent kostet der Anruf aus dem Festnetz, aus dem Mobilfunknetz. Das wissen Sie, kann es immer etwas teurer sein. Bis 15 Uhr sind die Leitungen für Sie geschaltet. Und die Teilnahmebedingungen finden Sie wie immer auf astrotv.de. Viel Erfolg, toi 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 und Malte Schmidt jetzt direkt bei uns. Und ich glaube, die 500, die hast du heute ja schon weggewuppt, ne? Ja. Bis zu 1 Million ist es noch ein kleines bisschen. Du hast gesagt, du bist ein bisschen, sagen wir so, im Schnitt, bist du ein bisschen zurück, ja. Hinterm Plan. Wie viele Liegestütze sind das? Die du also hinter Plan insgesamt momentan knapp 35.000. Das geht aber, also das macht in der Summe auf den Tag gerechnet, wenn man es aufs Jahr nimmt, 1 Million sind es 2.740. Aktuell müsste ich 2.860 ungefähr machen. Gut. Also die 100... hin oder her. Das kriegst du auch noch hin, aber das heißt, heute ist, hast du dir für heute einen Plan gemacht oder gesagt, so, mein Ziel ist es heute auf jeden Fall diese 2,7 oder 2,8 zu schaffen? Das ist jeden Tag das Ziel. Also die Idee ist schon... Heute tatsächlich mal Feuer, wirklich diese 2,8? Ja, also tatsächlich ist das jeden Tag das Ziel und dann gucke ich halt, wie der Tag funktioniert und in der Regel funktioniert es auch relativ gut. Also ich habe jetzt heute schon 1.100 ungefähr. Ja. Und das ist so, ja, noch nicht ganz Halbzeit, aber das funktioniert schon ganz gut. Wir machen ja auch gleich noch ein paar. Und dann genau, werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich weiß, wir können eigentlich, oder? Whenever you're ready. Ich bin... Ja gut, also wenn es danach geht, bin ich nie wirklich bereit, aber ja. Wir machen es einfach, oder? Wie SpongeBob hier. Ich bin bereit. Alles klar. Du hast ja den Zähler dann auch, ja, immer, ne? Genau, also ich habe immer zwei Handys. In Deutschland ist es ja auch so, ich war mit der Aktion in Amerika, als ich zu meinem Cousin auf die Hochzeit geflogen bin nach Mexiko und hatte dann ein Layover und hatte dann einen Tag das Vergnügen, das mit Amerikanern zu machen. Die sind für Charity-Projekte super leicht zu begeistern. Ja. In Deutschland ist das Ganze immer eher ein bisschen zurückhaltend. So, was passiert mit dem Geld? Welche Projekte? Macht er tatsächlich die Liegestütze? Mhm. Deshalb habe ich mich von Anfang an dazu entschieden, einfach jede Liegestütze zu filmen. Ganz am Anfang war es auch mal angemeldet beim Guinness Buch der Rekorde. Die messen nur den Zeitraum nicht. Also für die ist ein Jahr zu lang. Mhm. Und dann habe ich zwei Handys. Eins, was filmt. Das ist dann einmal hier, steht meistens auf dem Stativ, und eins, was zählt. Und die Zählmaschine, die machen wir jetzt an und dann machen wir einfach mal. Jo. So, wie du halt gerade lustig hast. Ja, also du darfst, du bist ja eh schneller. Ja, du bist ja immer schnell. So. Sag mal, du schaffst mindestens das Fünffache in der Zeit. Warte mal kurz, ja, die Bänder wechseln. So, okay. Ready? Ja. Und los. Und da sieht man schon, was Malte hier wegwuppt, während ich hier so ein paar halbe, hat Malte schon jetzt in diesem Moment 20 geschafft. Und ich bin, glaube ich, bei 5 oder so. Ne? Alter Schwede. Also auf 50 darf Malte auf jeden Fall kommen, während ich hier ungefähr, weiß ich nicht, 10 oder 12. Okay, Malte, 50 ist okay. Alter Schwede. Also mir tun dann immer schon von so ein paar, also ich habe das echt von gestern, ich merke das noch ein bisschen, von den Liegestütz, die ich gestern gemacht habe. Da hat mich Jerry hier ordentlich getriezt
Und dann da in der Küche zwischen den zwei Stühlen. Auf den zwei Hochstühlen. Ja, auf den zwei Stühlen da die Liegestütze machen. Also ja. Suchst du dir auch immer mal besondere Orte aus, dass du sagst, also das darf schon auch ein bisschen Abwechslung sein, weil ich will ja auch Social Media und die Medien überhaupt füttern. Da muss man sich auch ein bisschen was Außergewöhnliches einfallen lassen für die Liegestütze. Zum Beispiel im Fernsehstudio. Zu Hause. Ja, zum Beispiel. Ja, auf jeden Fall. Also so weit es möglich ist. Okay. Ich bin da ein bisschen... Okay. This is bisschen, Monty and I'm on a plane at the moment. Ja, genau. Zum Beispiel im Flugzeug. mit einer Stewardess, richtig, die sich spontan bereit erklärt hat, beziehungsweise die hat mich angesprochen. Ich versuche schon, an Orten Liegestütze zu machen, um einfach die Aufmerksamkeit zu erreichen. Man darf nicht vergessen, nochmal, es geht nicht um die Liegestütze, die sind Mittel zum Zweck, sondern es geht um die Aufmerksamkeit und das Awareness, den Awareness zu schaffen, zu sagen, komm, 1 Euro für so eine Aktion ist es mir wert und dann möglichst viele Menschen zu erreichen. Und dann eben für entsprechend, wie gesagt, am Ende sollen es 10 verschiedene Charity-Projekte sein. 2 hast du im Vorfeld ausgesucht. Genau. Nach welcher Maßgabe? Wie bist du auf die beiden gekommen? Das war Intuition. Also ja. Da habe ich einfach, ich habe gesagt, okay, was würde ich denn jetzt unterstützen, wenn ich jetzt mein Geld einfach so weggebe? Und ich habe gesagt, das ist zum einen das Kinderrechteforum in Köln. Die setzen sich ein für Kinderrechte, wie der Name schon sagt. Und das andere ist Home of Smile. Das ist von einem Menschen, den ich im Umkreis einer meiner Mentoren kennengelernt habe. Und der hat ein Projekt ins Leben gerufen vor 5 Jahren und baut Häuser für Waisenkinder. Und das hat mich einfach berührt. Ja. Das Umfeld von dem Mentor ist super. Der Mentor ist mitverantwortlich dafür, dass es so ein Projekt gibt, weil die mich einfach prägen. Ja. Und er sagt halt, du weißt nie, wo dein Limit ist, du weißt nur, wo es nicht ist. Ja. Und das sind alles so Mindset-Themen, die da natürlich auch mit reinfließen. Also es gibt ja 1 Million Gründe für das Projekt. Und die 2 Projekte haben mich einfach in dem Moment angesprungen und habe ich gesagt, dann mache ich die als Rahmen. Und die anderen 8 dürfen ja die Leute, also jeder, der mitmacht, darf ja selber entscheiden, welches Projekt er vorschlagen möchte, wenn er aktiver sein möchte. Und dann auch dafür Werbung machen darf in der Facebook-Gruppe, weil es läuft um eine Facebook-Gruppe, um dann am Ende zu sagen, 1/10 von dem bis dahin gesammelten Betrag geht auf jeden Fall auf das Projekt. Du hast auch kurz hier angesprochen, als du am Anfang deiner Aktion in den USA gewesen bist, dass die Amis sag mal, Charity offener gegenüberstehen und sehr schnell bereit sind, da auch Geld zu geben. Das ist eine andere Kultur. Da wird viel über privat auch finanziert, gerade so im kulturellen Bereich. Also da gibt es eben diese staatlichen Fördermaßnahmen in der Form gar nicht. Deswegen ist das auch eine Tradition dort. Hier vielleicht nicht so, aber auch wir haben eigentlich immer ein relativ hohes Spendenaufkommen. Aber dennoch siehst du so ein bisschen Probleme auf uns zukommen. Ja, wir haben uns im Vorgespräch schon mal kurz darüber unterhalten. Es gibt in Deutschland circa, also es gibt jedes Jahr einen Bericht von der GfK und das heißt Bericht des Helfens. Und wir haben in Deutschland circa 5,4 Milliarden an Spendenvolumen. 5,4 was Milliarden Euro. Sehr, sehr ordentlich ist. Was richtig gut ist. Das Thema, was NGOs und gemeinnützige Organisationen haben, ist, dass 70% in etwa von diesen 5,4 Milliarden von der Bevölkerungsgruppe gespendet wird, die voraussichtlich in den nächsten 20 Jahren aussterben. Ja. Und die ist von der Anzahl her genauso groß wie die Bevölkerungsgruppe meiner Generation und der Jüngeren. Und die haben nur 6% Anteil. Ja. Paradoxerweise hat unsere Generation aber die Spendenbereitschaft so hoch wie noch nie, die Spendenaktivität gleichzeitig so niedrig wie noch nie. Und dann kommt noch dazu, dass wir seit ungefähr 12 Jahren rückläufige Spenderquoten, also Spenderzahlen haben. Ja. Das ist so eines der Ziele, die ich habe. Einfach so diese Sensibilität zu sagen, okay, ich spende, wofür auch immer. Und vielleicht muss es ein neuer Weg sein. Also der klassische Weg ist ein Dauerauftrag oder angesprochen zu werden und einen Brief zu Weihnachten zu bekommen. Die Ice Bucket Challenge hat gezeigt, dass es funktionieren kann. Genau. Wenn es irgendwas ist, was die Leute begeistert, was ihnen irgendwie sinnvoll erscheint, wo sie mitmachen können, wo sie Transparenz haben, gibt es ganz viele Gründe. Und das ist eben einer der Gründe für das Projekt. Genau, du brauchst halt für die jüngere Generation auch eine etwas andere Ansprache. Unter anderem Social Media gehört dazu. Also die klassische Plakatwerbung, so wie sie früher und auch teilweise immer noch gibt, die reicht halt nicht mehr. Du bist weiterhin natürlich unterwegs in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten mit deinem Projekt Push-Ups for Charity. Genau. Natürlich auch über Social Media überall zu erreichen. Wir haben noch den Spruch des Tages für Sie. Wo Gemeinschaft herrscht, da herrscht auch Erfolg. Ja. Und hier versuchst du ja 1 Million Menschen zu begeistern und zu inspirieren. Wir drücken natürlich die Daumen, unterstützen auch gerne weiter. Dankeschön. Komm gerne auch noch mal wieder zu uns und erzähl uns, wie das Projekt weitergelaufen ist. Mach ich gerne. Lieber Malte, vielen Dank fürs Zugucken. Danke euch fürs Zugucken. Lieben Dank für deinen Besuch. Dankeschön. Und Ihnen guten Tag. Bewegen Sie sich ruhig ein bisschen.